Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Smartes Fahrradschloss. Ich und mein Freund Leo haben daran in den letzten 2 Tagen gearbeitet. Es gibt heutzutage Probleme, weil oft Fahrräder geklaut werden. Auch von unseren Klassenkameraden und Freunden wurden in letzter Zeit viele Fahrräder geklaut. Und deswegen haben wir uns gedacht, muss es dafür eine Lösung geben. Außerdem gibt es viele ungenutzte Fahrräder, die einfach rumstehen und von Leuten nicht benutzt werden. Was jetzt vielleicht nicht so schlimm ist, aber auch ein bisschen unangenehm ist, dass man immer einen Schlüssel mitnehmen muss, falls man kein Zahlenschloss hat. Oder dass es auch ziemlich lange dauert manchmal, um Fahrräder abzuschließen, wenn man den Schlüssel gerade nicht findet oder so. Also unser Modell funktioniert so. Wir haben einen Raspberry Pi, der sozusagen das Gehirn von dem Fahrradschloss ist. Der Raspberry Pi, wenn er ein bestimmtes Bluetooth-Signal empfängt, tut er dieses Schloss hier aufschließen. Ja, also, HDMI. Schnell. Die Präsentation nochmal sehen. Ja. Danke. Also unsere Teile, ja, wie Janik genannt hat, war ein Raspberry Pi, ein kleines Bluetooth-Teil, also 3D gedruckte Teile und auch noch ein Servo, das wir auch nicht runtergeschrieben haben. Aber wir haben das Ganze in Python 3 geschrieben. Und ja, was wir dachten, eigentlich soll es nicht nur ein Fahrradschloss sein. Unsere Idee war, dass weil so viele Leute nicht genutzte Fahrräder haben, also die einfach rumliegen, könnte man so ein Schloss einbauen. Es ist ein Hinterradschloss, also man baut es ein. Eigentlich haben wir auch eine Hülle dafür, dass dann den Servo und den Raspberry Pi zum Fahrrad verbindet, aber leider hatten wir Probleme mit einem 3D-Drucker. Also wenn jeder so eins hat, kann man dieses Fahrrad dann in der Stadt lassen und jemand kann es ausleihen. Zum Beispiel, wenn du jetzt kein Fahrrad hast, aber du musst zur Arbeit und vielleicht sind die Busse zu spät, kann man so ein Fahrrad für vielleicht 2 Franken ausleihen für 15 Minuten für den Weg zur Arbeit. Also ganz einfach. Und so, wenn du ein Fahrrad rumliegen hast, kannst du damit Geld verdienen. Jetzt machen wir ein Beispiel. Wir haben eine App programmiert und ja, wir machen jetzt ein Beispiel von, wie er funktioniert. Also ihr könnt sehen, jetzt ist das Schloss offen und dann, wenn man muss einen Code eingeben und dann kann man das Schloss zumachen. Und dann auf und zu. Ja, und das ist unsere Idee.